Jetzt aber. Herzlich willkommen zurück bei Calling. Ja? Calling? Die Wi-Fi-Bedingung ist aus. Die Wi-Fi-Bedingung ist leer. Na, fantastisch. Jetzt, naja, egal. Spielladen erstmal. Oh Mann. Genau, wir haben es ja beim letzten Mal, als wir Calling gespielt haben, ist schon eine Weile her. Alter, wieso ist denn das so laut überhaupt? Genau. Ne, wir haben es in einem Rutsch durchgestreamt, lustigerweise. Ist das Let's Play auf Twitch hochgeladen? Das auch? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Aber auch auf YouTube, ne? Da kannst du es auch nachschauen. Auf Twitch jeweils eine Playlist, aber auf YouTube ebenfalls. Wenn gerade einer Ausrufezeichen YouTube machen könnte, YT. Das wäre ganz lieb. Dankeschön! Genau das, ja, genau, einfach das. Und da findet ihr alle archivierten Streams immer. Alle, die Games werden immer alle archiviert. So, jetzt aber hier, ne? Beim letzten Mal haben wir es durchgespielt tatsächlich schon und jetzt sind wir schon im Epilog. Das Wehklagen, der mnemonische Abgrund. Und da schauen wir jetzt rein. Mal sehen, ob wir da jetzt weiterkommen. Möchtest du? Ja. Auf geht's. Ich glaube, Lautstärke passt auch, oder Leute? Ich glaube schon. Hui. Auf geht's. Don't spoiler me. Dann, schwierig. Der mnemonische Abgrund. Makoto, Makoto Shirai. Dann schauen wir doch mal. Kommt bestimmt wieder eine Cutscene, oder? Ich glaube schon. Ich werde mal gehen, ich schau mal das Let's Play. Viel Spaß, Lubis. Viel Spaß. Was ist das für ein Zimmer? Wie bin ich hierher gekommen? Ende, ganz genau. Mein Kollege Sadao hat das Bewusstsein verloren. Ein paar Tage später ist er gestorben. Genau wie die Opfer in den Fällen, die er untersucht hat. Er muss nahe an das Rätsels Lösung gewesen sein. Du hast Sadaos Notizbuch erhalten. Okay, hier ist es dann natürlich praktisch, wenn man sich tatsächlich selber hört. Wenn man dann besser hört, wie man synchronisiert vorliest. So, warte. Ja, die High-End-deutsche Synchro, ne? Das ist so super. So schön trashig gut. Ist das nicht der Spanier aus Resi 4? Keine Ahnung! Hab ich noch nicht gespielt. Sadaos Notizbuch. Es gibt Pläne für einen Sonderartikel über die schwarze Seite in unserer nächsten Ausgabe. Darum dachte ich, ich sollte mich mit ein paar Nachforschungen vorbereiten. Oder Nacktforschung? Ehrlich gesagt gibt es vieles, das ich nicht verstehe. Aber zwei Dinge weiß ich ganz sicher. Erstens, es gibt eine Webseite namens Die Schwarze Seite. Zweitens, mit dieser ist ein Chatraum verknüpft. Jeder kann die schwarze Seite aufrufen. Viele Okkultismusforen haben Links zu Die Schwarze Seite, aber bisher konnte ich keinerlei Hinweise finden. Anscheinend gibt es bestimmte erforderliche Kriterien. Darum entschloss ich mich, mir Fälle anzusehen, die angeblich durch die schwarze Seite verursacht wurden. Ich habe das hier auf seinem Schreibtisch gefunden. Es hat mich auf die schwarze Seite geführt. Komm auf die schwarze Seite, wir haben Keks. Was läuft denn da im Hintergrund im Fernsehen eigentlich? Was ist denn das? Was war das denn gerade? Ich habe eine Verbindung zum Chatraum hergestellt und dann... Was ist mit mir geschehen? Aha. Hast du das umgestellt? Was habe ich umgestellt? Das mit dem Mikro? Ja, ich habe mal geguckt, ich habe mal versucht. Bisschen... So, gucken wir mal. Hä? Oder auch nicht? Oh Gott, ich muss wieder hier pointen. Point-and-Click-Adventure. Dass du dich selbst hörst. Ja, ich dachte, ich probier's mal aus, ne? Schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier. Also, soweit habe ich damals, 2019 oder so, gespielt noch, bis zu einem gewissen Zimmer. Und dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Egal, was ich gemacht habe. Egal, welche Nummer ich gewählt habe. Aber vielleicht schaffen wir es ja jetzt zusammen.
weiterzukommen. Gucken wir doch einfach mal. Hier können wir auch speichern direkt. Machen wir doch einfach direkt nach diesem Prolog, dies, das. Das Wehklagen. Genau, ich muss ja hier drauf speichern, gell? Ja. Eigentlich schon. Genau. So. So. Was haben wir hier? Das ist die Figur eines Mädchens mit einem großen Schwert. Auf dem Namensschild steht Eier. Ist das ein Easter Egg? Zufällig? Irgendwie gehört das irgendwo anders hin? Das sieht cool aus. Ich wollte nochmal reinkritschen, dass das Gameplay auf YouTube mit 27p wirklich schlimmer ist als auf Twitch mit 480p. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Eigentlich nicht, nein. Ich meine, ja, YouTube vermindert die Quali bissel, ja. Aber schlimmer kann eigentlich nicht sein, nee. Eigentlich nicht. Also schlimmer als 480p safe eigentlich gar nicht. Aber durch Twitch und YouTube wird es natürlich ein bisschen verschlechtert. Sieht aus wie 360. Das kann echt nicht sein. Das kann nicht stimmen. Ich gucke ja auch immer meine Sachen nach, auch, ob alles passt. Und eigentlich nicht. Das kann eigentlich nicht sein. Was war das denn? Mensch, Leute, wer war das von euch? Was soll das jetzt hier? Ein großer Fernseher. Die Lautsprecher sehen teuer aus. Die Lautsprecher. Aber trotzdem, danke fürs Feedback, aber eigentlich... kann eigentlich nicht sein. Wäre seltsam. Aber trotzdem viel Spaß beim Nachgucken. Hä, ich kenne den Charakter, der ist aus Calling. Ach so! Huch, Kennwort geschützt. Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Wie das jetzt eine Computermaus ist. Okay, witzig. Vor allem geht die da raus, das ergibt Sinn. Ich habe keine Ahnung, Passwort, keine Ahnung. Können wir das nicht ausmachen? Gleich kommt irgendwie das Mädchen aus The Ring raus. Oh, jetzt ist aus. Ja, Namensschild Marco. Die sind voll tolle Figuren, ey. Voll cool. Die Tastatur, ne? Furchtbar. Gar keinen Sinn. Warte, ist das ein Hinweis zufällig? Nein, da lief doch vorhin. Ja, okay, nee. Vielleicht ist das Passwort aus Armed Soldier Marco. Ah. Das könnte die Reihenfolge der Dingsies sein, vielleicht irgendwie. Aber doch nicht jeder Name, oder? Ich hätte sonst gedacht. Ich weiß jetzt auch nicht. Das wäre Aya, Yayoi, Makau, Maku, Mana und Yori. Oder nicht? Nee, andersrum. Vielleicht hat das Passwort mit denen zu tun, mit Sicherheit. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, gerade hier an das. Ich kann mich nur noch an ein Hotelzimmer eigentlich erinnern. Das ist ja interessant hier. Was ist das hier? Ein unheimliches Poster. Naja. Was haben wir hier? Hobbyzeitschriften. Und da können wir wahrscheinlich nichts machen. Ja. Huch, hier können wir auch was machen? Nee, können wir nicht. Doch. Huch. Ah, ein Mobiltelefon. Sehr gut. Was sollte das denn? Da ist doch was, da ist doch so ein Bommels dran. Steht da vielleicht ein Passwort drauf? Nee. So, oder warte, ist da irgendwas? Haben wir irgendwas da drauf? Nee. Haben wir irgendwelche Gegenstände oder so? Schwarz-weißes Telefon, ja gut. Dass du im Freak-Zimmer gefunden hast, alles klar. Freak-Zimmer. Eine Nummer, haben wir die? Ich habe hier auch schon mein Notizblöckchen, wo wir die ganzen Nummern aufgeschrieben hatten, letztes Mal. Mal sehen, haben wir die schon?
916, 785? Nee. Dann schreibe ich mir die auf und da ist der Stift. Ich drücke doch auch immer mit der Maus auf meine Tastatur und drum verschreibe ich mich immer. Ach so, deswegen. Schreiben wir die mal auf, die Nummer hier. Das ist eine 7. Und ja, keine Ahnung, welche Nummer das jetzt ist. Weiß ich nicht. Sag doch, wie dieses Weep-Zimmer, ne? Freak-Zimmer. Ein Feliton. Richtig. Habe ich da gerade... Okay, wie auch immer ich die Nummer da gerade aufgeschrieben habe. Akten? Haben wir da irgendwas Tolles drin? Das Notizbuch? Ja, okay. Haben wir denn... Ja gut. Privatzimmer. Oh mein Gott! Oh. Diese Kackgeister, die auftauchen, wenn du zu lange im Menü bist. Alter. Hui. Okay. Oh, was? Oh, cool. Haben wir wieder so einen Teil fürs Telefon gefunden. Was ist das hier? Damit können wir nichts machen. Okay. Und da ist auch nichts wirklich drin. Ja, keine Ahnung. Wir brauchen ein Passwort, Leute. Das hat doch bestimmt was hiermit zu tun, oder? Wir haben noch nicht alle Figuren angeschaut, oder? Die mit dem Schirm ist cute. Nee. Da ist aber auch nichts Auffälliges irgendwo, ne? Haben wir schon gesehen? Tier, dann mal gucken. Könnte sein, dass irgendwie was auf dem Sockel oder so steht, aber nein. Das in der Luft schwebt. Die ist cool. Aber nee, da ist nichts. Da ist nichts. Hallo, Knutschkartoffel. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, Horror. Calling. Haben wir noch nicht zu Ende? Spielen wir mal endlich mal weiter hier. So. Liara, wie läuft's so Soma? Ich gucke halt da sehr, sehr selten bis gar nicht zu, weil tendenzielle Spoiler. Aber Soma ist eigentlich ganz cool. Wie läuft's da so bisher? Das ist ein normaler Drucker. Hab Soma durch. Oh. 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 Cool. Und wie fandest du's? Ja, Passwort, nicht? Muss ich mir jetzt echt die Namen von denen merken, ja? Das war sonst nichts. Könnt ihr mir da helfen? Schau mal, pass mal auf. Wir machen mal... Oh, was steht hier? Nix, gell? Nehmen wir mal die Anfangsbuchstaben. Buchstaben. Sollen wir es mal so nehmen, wie es hier aufgereiht ist? A-I-M-Y-N? I-M-I-M. Weiß ich nicht. Kann ich mir das merken? Weiß ich nicht. A... I? Nee. Doch. MYM, oder? Gedächtnis. Bei der Hitze doch nicht. Was ist denn das? So, oder? Nee, das war's halt auch nicht. Hä? Ja, weiß nicht. Was könnte das Passwort sein? I mean? A, I, M, Y, M. Das war schon mal richtig. Sollen wir alle Namen nehmen? Nee, oder? Das kann ja nicht sein. Was ist denn da oben? Okay. War voll gut. Die Story war nice und gruselig ist es. Aber ich habe halt nicht geschrien. Nur wie immer gezuckt. Das ist eine Empfehlung. Ach, du empfiehlst es zu zucken? Okay. Nee, Soma ist wirklich super. Das stimmt wohl. Es ist abonniert Gecko. Richtig, das ist das Passwort. Schauen wir mal, ob das so passt. Aha. Ja. Huch. Ja, richtig. Ja, alles klar.
Es gibt keine Leer. Ist. Okay, dann geh. Hä? Oh, länger geht nicht. Ah! Dann wissen wir schon mal Bescheid, dass das schon mal das Maximum ist am Buchstaben. Dann ist es das nicht. Ja, was könnte denn das Passwort sein? Abonniert Gecko, ist so gut. Aura Gecko hätte erst recht nicht reingepasst. Dann war es ein anderes Spiel. Achso! So. Ja, was könnte denn... Oh mein Gott. So einfach, so einfach. Es ist Marco gewesen. Marco, Polo. So einfach. Dieser Chatraum. Warum ist diese Seite geöffnet? Guten Abend an alle. Da haben wir wieder den Chatraum. Aha. Ja, guten Abend, anonym. Wo, hier ist ja was los. Genau, den kennen wir schon, den Verlauf. Sowas in der Art. Warum seid ihr alle ja, heute richtig. Abend hier? Ja, richtig. Ganz genau. Was? Für 500 Points. Meine Güte, das bringt mich immer durcheinander. Die Gerüchte besagen, dass du mit dem Toten reden kannst. Ich frage mich, ob das wahr ist. Und sie sagen, Zeitschrift habe ich auch gehört. Wie war das? Rin, genau. Zeitschrift Okkultist. Marco, ja. Das sind ja auch wir, lustigerweise. Ich habe davon gehört. Samsara. Bemühen alle Gerüchte hier. Unterschied, dass es gruselig ist. Samsara. Nur noch jemand. Gerüchten zufolge. Eine neue Nummer. 684771. Die habe ich aber schon. Das war die erste, die wir aufgeschrieben hatten sogar. Ah ja, die haben wir schon. Hä? Was ist das? Eine Telefonnummer? Notizblock Telefonnummern hinzugefügt. Telefonnummern. Mit deinem Notizblock kannst du dir die gesammelten Telefonnummern ansehen. Du greifst auf den Notizblock zu, indem du deinen gesammelten Telefonnummern ansehen. Du greifst auf deinen Notizblock zu, indem du dein Mobiltelefon öffnest und den C-Knopf drückst. Cool, hätte ich mir nie aufschreiben müssen alles. Heißes Mobiltelefon. Hm. Hä, wie geil, der schreibt sich das alles auf. Daran kann ich mich absolut nicht erinnern. Hä? Krass, okay, cool. Marco Polo, eben. Okay. Aha. Ja, das ist ja gut. Ja, dann rufen wir jetzt die Nummer an. 997. Ich kann währenddessen jetzt auch... Das ist ja mega praktisch. Was ist denn das auf einmal? Und ich verwähle mich einfach direkt. Cool. Hey, dass er einen Notizblock hat, ist mir echt neu. Hä? Ich schaue mir Calling in YouTube nach, bin voll müde. Ja, hast du ja schon vorhin gesagt, ne? Gute Nacht, ihr alle, und viel Spaß euch allen. Alles klar, Bruder, und dann schlaf gut. Und danke nochmal auch für deinen Support. Wir hören uns. Was geht hier vor? Ich wollte doch nur anrufen. Alter, diese Synchro. Heißes Telefon, dann hast du doch bestimmt meine Nummer. Oh, die habe ich. Die habe ich doch gerade angerufen. Und die hat mich direkt zu dir geführt. Voll gut. Zumindest zu deinem Telefon. Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Oh, jetzt fängt das wieder an. Erstmal das Telefon hier schnupseln. Du kannst im Dunkeln... Oder auch nicht. Okay, cool. Dann kann ich die Katze auch nicht benutzen. Doch, die geht. Das ergibt keinen Sinn. Ja, einfach mal, ne? Aber ist das gerade ein anderer Verlauf oder wie ist das jetzt? Daran kann ich mich gerade... Das ist immer noch nicht das Zimmer. Keine Ahnung. Was haben wir hier? Das ist ein Kühlschrank. Okay, cool.
Katze leuchtet. Ja, okay, cool. Hallo, Schwesterherz. Seit wann das denn? Was denn? Calling? Du kannst im Dunkeln nicht sehen, weil... Weiß ich nicht. Ich werde einen Schlüssel brauchen? Das war's. Alter. Nimm doch einfach die Katze als Lampe. Was ist denn das? Der Notizblock. Ja! Eben, seit wir Marco spielen. Marco Polo. Makoto. Du hast kein Telefon. Ja, meine Fresse! Nur er hat plötzlich einen Notizblock. Aber wie gesagt, irgendwie komisch. Kann ich einfach nur, kann ich, weil das leuchtet ja so. Püppchen. Hallo, Püppchen, na? Öfter hier, du? Sadaus Memo! Ich hab mir gedacht, dass dies passieren könnte, aber jetzt, da es geschehen ist, ist es doch kaum zu glauben. Das ist fast wie der Schönheitssalon, in dem ich zuerst Nachforschungen angestellt habe, aber es ist anscheinend nicht derselbe Ort. Es gibt keinen Ausgang. Nein, um präziser zu sein, es gibt eine Tür, aber dahinter ist nichts. Nur ein bodenloser Abgrund, ohne Himmel. Einfach das Nichts. Ich habe eine herumliegende Zeitschrift hineingeworfen, um zu sehen, was geschieht, aber sie verschwand aus meiner Sichtweite, ohne ein Geräusch zu verursachen. Es wäre zu gewagt, einfach rauszuspringen. Ich glaube, dass die Leute, die das Bewusstsein verloren haben, genau dies erlebt haben. Irgendwo zwischen Leben und Tod. Ich werde es den mnemonischen Abgrund nennen. Das ist Sadaus Handschrift. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Bodenlose Fallengrube. Ganz genau. Hä, ist ja gar nicht bunt. Da ist ja doch was. Was ist denn das? Ja, jetzt können wir aber wenigstens, jetzt können wir alles sehen. Ja. Oh, doch, doch, ja. Jetzt, wo ich den Flur sehe, doch, doch, das stimmt. Dann, doch, 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 das jetzt erinnere ich mich schon. Mal gucken. Bis zu einem Hotelzimmer müsste es gehen. Und dann bin ich nie weitergekommen. Memos eines Streuners? 9. Ich werde mich beruhigen und alles niederschreiben. Vor wenigen Augenblicken war ich noch in meinem Zimmer im Internet. Dann war ich plötzlich in einem Chatraum, konnte aber nicht zurückgehen und auch nicht den Browser schließen. Darum habe ich mir angesehen, über was dort gesprochen wird. Nach einer Weile betrat jemand mit dem Namen Kuroneko den Chatraum und ich bekam einen Telefonanruf. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich ans Telefon gegangen bin. Ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass der Anruf die Ursache war. Aber auch dieser Chatraum war ziemlich verdächtig. Ja. Haben wir ja so kennengelernt, auch Kuroneko und so. Mensch, was ist denn das hier immer mit dem Wii-Pointe? Kann ich einfach die Schränke da aufmachen? Nee, ne? Hier auch nicht. Und dann ist da sonst nichts. Und da können wir nicht aufmachen. Wir hätten Schlüssel brauchen. Na gut. Ich glaube, wir haben nichts vergessen, ne? Können wir weitergehen. Memo eines Streuners 10. Die Tür zum Raum der Angestellten war nicht verschlossen. Ziemlich leichtsinnig, wenn alle über Nacht nach Hause gegangen sind. Irgendetwas stimmt hier nicht. Und ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Ich will nicht lange hier bleiben. Das ist eine Preisliste der erhältlichen Haarschnitte. Ja, das ist der Friseursalon. Genau. Und da dürfte dann das Nichts sein. Ja. Was ist das? Was geht hier vor? Gar nichts. Leute, der Schliersee ist so schön. Bist du gerade an einem See? Oh, wie geil. Boah, ja. Jetzt erfrischend irgendwo in den See springen. Wäre schon geil. Tür zu, es zieht. Echt so. Was ist das für ein komisches Geräusch? Der Ventilator? Und dann? Was haben wir denn hier noch alles? Wir müssen den Schlüssel finden. Oh, Haare! Das sind ja alle, das sind ja meine Haare, die ich mir wegrasiert habe. Da sind die alle so abgeblieben. Okay. Ja, da ist irgendwo Schlüssel oder irgendwas. Was? Das sind Haarfärbeprodukte. Das ist sehr schön. Was war denn das jetzt? Hallo? Was ist denn das hier eigentlich? Können wir nicht aufmachen?
Höre ich gerade ein Herz klopfen? Da pocht doch was irgendwo. Das sind die Köpfe von Schaufensterpuppen. Naja, Hä? Da muss doch irgendwo irgendwas sein. Hä? Ah, meine Fresse, da haben wir es ja, siehst du? Du hast Schlüssel erhalten. Ich. Alter. Blubberchen, Mann! Uff, danke für die 100 Bits. Jetzt war ich sehr irritiert. Da war ja tatsächlich Herzklopfen. Habt ihr es jetzt gehört? Da war doch Herzklopfen. Das habt ihr doch auch gehört, oder? Ich glaube, ich kann den Spind mit diesem Schlüssel öffnen. Oh, jetzt würde Herzklopfen passen. Da schnibbelt doch jemand. Edward? Edward, bist du's? Der mit den Scherenhänden? Nein, niemand anderes. Oh Mann. Okay, Moment. Das ist ein Geist. Wir sind nicht mehr alleine. Und das Licht ist aus. Na toll. Das Licht ist aus. Wir gehen nach Haus. Tschüss. Ich mach dann mal zu, ne? Ich meine. Und dann, Scheiße! Na gut. Und da ist eine Taschenlampe drin. Warum dachte ich mir das jetzt? Okay, wir haben eine Taschenlampe. Das ist gut. Ah, der Kopf, Alter. Ich speichere mal drüber, ne? Mal wieder Stromkosten nicht gezahlt, aber echt, meine Güte. So. Jetzt muss ich wieder raus. Wir haben geschlossen! Der Strom wurde nicht bezahlt. Wir können uns das nicht mehr leisten. Können Sie bitte gehen? Manu. Ach Gottchen. Ja. Wir haben geschossen. Aha, okay. Den kennen wir doch, oder nicht? Kann das wahr sein? Ist das nicht Sadao? Oder so? Weiß nicht. Hi. Sadao, Notizbuch 2. Zunächst der Tod einer Friseurin in einem Schönheitssalon. Ihr Name war Midori Kato, 20 Jahre alt. Sie war neu und arbeitete dort erst seit dem Frühjahr. Die Managerin verließ den Salon laut eigener Aussage, nachdem sie Midori gebeten hatte, zu schließen. Als sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit kam, fand sie Midori tot und eiskalt auf dem Fußboden. Gestern schien es ihr noch gut zu gehen und es war nichts Ungewöhnliches festzustellen. Es gab keinen Hinweis auf einen Kampf im Laden und auch ihre Brieftasche war noch in ihrer Handtasche. Außerdem hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Es ist sicher, dass es in dem Laden keinen PC gab. Anscheinend weist nichts auf die schwarze Seite hin. Aber es sind noch so viele Fragen offen, dass nichts ausgeschlossen werden kann. Nö. Okay. Ey! Hallo? Das muss es sein, Sadao! Was hat denn der jetzt gemacht? Stolziert da rein und verwüstet alles. Das ist aber merkwürdig, wenn da jemand gestorben ist, ohne in Verbindung der schwarzen Seite gewesen zu sein. Da muss man mal gucken. Der Tod einer Friesensnörin. Ja. Warum hast denn... Wieso hat denn der jetzt alle Köpfe runtergeworfen? Nicht den Kopf verlieren. Wie sie auch alle aufgestellt sind. Die gucken doch was an, oder?
Ja, moin. Sadaros Memo, wieso hast du das jetzt unterm Kühlschrank versteckt? Ich habe im Laden herumgesucht, aber konnte aber nichts Interessantes finden. Der einzige potenziell nützliche Gegenstand war ein Mobiltelefon, das mal einer Frau gehört haben muss. Dieses Telefon. Ich frage mich, ob es noch funktioniert. Naja, ein Versuch kann nicht schaden. Ich wähle einfach mal eine Nummer, die ich bei meinen Nachforschungen gefunden habe. Zwei Nummern. Muss ich die jetzt aufschreiben oder nicht? Habe ich die schon oder nicht? 494. 582, die habe ich aufgeschrieben. Ohne Namen davor. 118.029 haben wir noch nicht. Die ist neu. Notizblock, Telefonnummern hinzugefügt. Ja, okay, cool, der hat's ja jetzt eh. Mega praktische Sache. Seit wann? Na dann, wählen wir mal eine Nummer. Und zwar... zwei Fragezeichennummern. Welche sollen wir wählen? Die obere oder die untere? Die, die ich selbst auch auf meinem Notizblock hier habe, oder die ganz neue? Was sollen wir ausprobieren? Was meint ihr? Was sollen wir ausprobieren? Na Leute, welche Nummer wählen wir? Was ist da los? Chat, welche Nummer? Die neue? Die ich nicht aufgeschrieben habe auch. Die ganz neue, 118.029. Probieren wir die neue. Liara sagt die neue, also machen wir die neue. So. Auf geht's, oder? Mal sehen, wo uns das hinführt. Ich glaube, man kann sich wirklich transportieren. Das Hotelzimmer. Okay, weiter als hier bin ich niemals gekommen. Jetzt ist wirklich blind. Also, jetzt habe ich keine Ahnung. Schön hat so lange. Ich brauche mal einen Termin. Hallo? Dark? Nein? Was? Sag mal! Du bist doch schon voll schön. Was willst du in dem Schönheitssalon? Geht's noch? Termin für mich? Nein! Brauchst du gar nicht. Wer duscht denn da? Oh, Entschuldigung! Entschuldigung, ich wollte dich nicht stören. Entschuldigung. Wer ist denn das von euch? Wer duscht denn da gerade? Sah sehr weiblich aus. Hotel Memo. 369. Okay. Was ist das für eine Nummer? Eine Nummer halt. Liara duscht. Echt? So, bitte einfach ins Bad platzen. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, hat einfach nur jemand Wasser laufen lassen, ne? Es tut mir leid. Ich wollte ja... Nee, was war das? Ich glaube, wir müssen da rein. Unter anderem. Was sind die? Heisocke. Was machst du eigentlich in meinem Hotelzimmer? Das ist dein Hotelzimmer. Was hast du denn da mit dem Kind gemacht? Kannst du mir das erklären, warum ich da ein Kind... Warum hast du da ein Kind reingeschlopft? Das ist bestimmt weg jetzt, ne?
Natürlich ist sie weg. Okay. Schwierig. Welches Kind? Weiß nicht. Sadaus Memo. Tja, das ist eine Überraschung. Mit dem Mobiltelefon kann man sich bewegen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber wenn man anruft, gelangt man dahin, wo sich das andere Telefon befindet. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert es nicht, wenn ich mein eigenes Mobiltelefon anrufe. Das war das Erste, was mir in den Sinn kam, aber es wäre wohl zu einfach gewesen. Ja, das geht nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja? Aha. Ja. Ein typisches Selbsthilfebuch. Typisches Selbsthilfebuch. Ist das so typisch in dem Hotel? Ja? Ich weiß nicht. Aha. Lautstärke passt schon, ne? Ist nicht zu laut. Hoffe ich doch. Ich glaube nicht, ne? Müsste schon passen. Jo, ja. Kind wollte Versteck spielen und hatte wohl das beste Versteck von allen. Es wurde nie gefunden. Ich glaube auch. Da haben wir schon reingeguckt, ne? Überall. Ja, dann muss ich wohl... Was war denn das gerade? Hi! Entschuldigung, das Hotelzimmer ist schon belegt, ne? War bestimmt nur der Zimmerservice. Denke ich. Okay. Das ist alles vom Sonst. Ja, gut, danke. Ich komme mal mit duschen, nicht? Weil. War das die Putze? Bestimmt, ja. Bestimmt. Nichts Ungewöhnliches hier. Haar- und Zahnbürste sind unbenutzt. Ja, ja. Hello there. Darf ich mit duschen bei diesem heißen Wetter? Es ist wirklich sehr heiß. Darf ich dazu? Ja? Ist doch okay, oder? Manu. Aber. Da wollte ich einmal. Mensch, was ist das? Als nächstes der Todesfall in einem Hotel. Ihr Name war Kei Joji, 32, eine Büroangestellte auf Geschäftsreise. Hotelangestellte sahen in ihrem Zimmer nach, als sie morgens nicht auscheckte und fanden sie tot in einem Sessel. Auf dem Tisch stand ein Laptop. In der rechten Hand hielt sie ihr Mobiltelefon. Man konnte feststellen, dass sie am Abend zuvor noch bis 22 Uhr Nachrichten an ihren Chef geschickt hatte. Der Tod musste also danach eingetreten sein. Sie haben allerdings nicht übers Telefon miteinander gesprochen. Es gab keinen Hinweis auf einen Eindringling und die Polizei kam zu dem Schluss, dass kein Verbrechen gegangen wurde, da das Zimmer komplett verschlossen war. Die Todesursache wurde aber bisher nicht bekannt gegeben. Alter! Oh, der war on point. Und sie steht hinter mir, oder? Mach auf hier, Mann! Hallöchen! Natürlich! Lass mich in Ruhe! Ist sie im Bademantel? Sie ist im Bademantel. Oh mein Gott, wir sind nicht allein in diesem Hotelzimmer. Das ist toll. Können wir eigentlich den Koffer? Ach so, zum Öffnen muss ich das Rätsel lösen. Wie war das? Oh nein, nicht so ein Müll. Nein, nicht sowas! Oh nein, das ist so scheiße, sowas. Oh Gott. Oh nein. Du hast kein Telefon. Hä? Okay. Aber ich habe eine Akte. Wo war das denn jetzt mit der, mit 369.
Zum Öffnen muss ich... Ja, was denn ist das? Hey, ist das asynchron gerade? Geht das jetzt wieder los? Moment, ich muss mal ganz kurz was machen. Geht das wieder los? Technik. Windows 10 hat mir eh so viel verschossen seit dem letzten Update. Ich hasse alles. So, 3. Muss ich das jetzt echt so hochblättern? Ach so geht's auch. Ich habe die Nummer vergessen. Jetzt habe ich's vergessen. Manu. Ja, richtig. 3, 6, 69, Leute. 69, ist doch nicht so schwer. So. 69. 69. Dann müssten wir hier irgendwie so. Hey, das geht ja überhaupt nicht. Wie sollen das... Oh, ich hasse sowas, oder? Hey, wie viele Sprünge macht das denn? 4, 7, 6, 69. Ich muss das... Das ist ja voll dämlich. Ja, das springt immer 2 quasi. Auf 1? Was ist das? 59? Ach, Fischarsch? Warte. Okay, dann einmal so. Oh, das ist ein Kack. Ja, 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 ja. Ganz toll alles. Ja, mhm. Ja, dann geht's wieder auf 2. Da, 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 da. Einer geht noch, glaube ich, oder? Ja. Dann so. 96, das ist ja auch schon mal toll. Da habe ich jetzt den... Ich muss wieder auf die 6. Junge, wie geht denn das? Ich hasse sowas so sehr. Das ist so dämlich. Manu. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. 68? Ach so. Dann kann ich einfach so machen. Nee. Hä? Es verarscht mich. Ja, ich hab's. Ha. Ha. Was ist drin? Ein Mobiltelefon. Yay. Geschafft. Was für ein Kack. Ah. Das ist da hinten. Glaube ich. Töre. Was? Hä? Wo muss ich das aufnehmen? Hey, das ist doch hier. Was ich gerade sehe, war dummes Zahlengedreh. War es tendenziell auch irgendwo. Hä? Ich... Ach, hier!
Okay, dann hier. Das Büro wird nächsten Monat neu strukturiert. Ich wechsle die Abteilung. Okay. Ja, ich werde nicht mehr jeden Monat hierher kommen können. Was soll ich denn machen? Mein Gehalt reicht ja nicht aus, um die Anfahrt zu bezahlen. Das ist, das ist schwierig. Kommst du mich besuchen? Nein. Das habe ich mir gedacht. Was? Was? Nun ja, dann sollten wir es lieber beenden. Ja, ist besser so. Ja. Es liegt nicht an mir, es liegt an dir. Du kannst ja nicht mal die Anfahrt bezahlen. So, ja, bringt's halt nicht. Wenn wir uns, ne? Was? Was war das denn? Es liegt an mir. Es liegt an Lucky, genau. Speicherbildschirm. Tschüss. Okay, das war witzig. Das war so passend. Oh, wie böse. So, was ist hier? Ist hier noch was? Hallo? Ist hier wer noch? Nein? Cool. Ah, meine Fresse! Oh Gott! Oh. Ich hasse es, ich liebe es, aber ich hasse es. Oh, ist das gut. Ist das schrecklich. Ah! Gut. Kuckuck, ja. Yeah. Okay. Also, wie war das jetzt? Wir haben ein schniekes Teflon und dann haben wir hier ein schniekes Gedöns Nummern. Dann Nummer, oder? Schieben wir mal eine Nummer. Ich hab die hier. Nein. Oder? Ich mein. Oh. Hä? Das war ja richtig. Aber... anscheinend muss man sein Mobiltelefon zurücklassen. Hä, ich hab's rausgeschafft. Kann es sein, dass man das Notizbuch nicht finden kann, theoretisch? Ich hab's nie rausgeschafft aus dem Hotelzimmer. Hä? Wieso? Was? Ist ja einfach. Hä? Warum bin ich denn hängen geblieben damals? Hä? Wie? Was? Hä? Irgendwas? Keine Ahnung. Okay, cool. Weitergekommen. Ich hab's nie aus dem Hotelzimmer geschafft. Es liegt nicht an mir. Danke für den Clip. Voll gut. Es war so gut. Ein Anfängerbuch über Biskuitkuchen, Puppen. Überall wurde Kaffee verschüttet. Anscheinend kann keine Verbindung zur Rezeption hergestellt werden. Der Strom. Es hat keinen Sinn. Keine Energie. Energie? Wir brauchen maximale Energie. Handys verboten. Das ist toll. Moment. Ja, und jetzt habe ich ein Telefon und bin hier. Hä? Wo wir übrigens auch schon mal waren, ne? Da! Aha! Dann der Tod eines jungen Mannes im Internetcafé. Karawan? Achso. Der Mann brach plötzlich bewusstlos zusammen. Sein Name war Ken Negishi, 29. Zum Zeitpunkt des Todes waren mehrere Kunden anwesend, aber niemand Verdächtiges und niemand kannte das Opfer. Offiziell lautete die Todesursache Herzversagen aufgrund von Erschöpfung und Überarbeitung. Als ich mir die Chatprotokolle der aller Opfer ansah, bemerkte ich, dass alle Chats mit einer Nachricht von Kuroneko endeten. Wer ist diese Kuroneko? Nein. Sadao. Von Sadao, wahrscheinlich. Wir sollen wahrscheinlich dahin, was? Okay. Okay, interessant, ja. Ich glaube, den Block brauche ich nicht mehr, denke ich. Hallo? Oh, Mr. Fujimura.
Ja, es geht um Folgendes. Können Sie noch ein wenig länger auf die Zahlung warten? Ich bin gerade gefeuert worden. Darum bin ich momentan etwas knapp bei Kasse. Es tut mir alles leid. Ich schwöre, ich werde bezahlen. Okay. Es war aber nicht der Junge. Nee, das war nicht der Junge. Nee, das war jemand anderes, genau. Das Problem existiert aber tatsächlich, ne, in Asien vor allem sehr stark, dass Leute im Internetcafé tatsächlich sterben, ne? Oder halt auch durch Übermüdung am PC. Überarbeitung, Übermüdung. Traurige Sache. Gerade auch, ich glaube, in Südkorea, glaube ich, ist das voll verbreitet. Weil die sich, weil die im Internetcafé oder halt vor allem auch einfach vom PC zu viel tatsächlich zocken. So im E-Sport-Gedöns kriegt man das scheinbar mit, da sterben scheinbar Leute am PC, weil sie zu viel spielen und einfach die vergessen, dass sie was essen müssen. Da irgendwie hat man das vor allem gerade im asiatischen Raum oft mitbekommen. Das ist eine traurige Geschichte eigentlich an der Stelle. Okay, guten Abend. Das ist nochmal der Chatraum. Hier ist ja was los. Ja, den kennen wir schon bereits. Hä, was denn jetzt? Hä? Aber ich wollte ihn lesen. Ich darf es nicht lesen. Was soll das? Hallo? Das war gemein. Ich... Verdammt, jetzt habe ich was verpasst wahrscheinlich. Scheiße. Oh, wie mies. Kacke. Ja, okay, dann... Dann gehen wir mal, oder? Okay, dann... Zurück zum heißen Mobiltelefon, oder? Glaube ich. Weil Schönheitssalon oder halt Friseur, Hotel, Internetcafé. Genau. Dann in dem Fall zurück. Sieben, acht, fünf. Zack. Okay. Na, mal sehen. Hier wären wir wieder. Hier wären wir also wieder. Ich speichere mal, ne? Freaks. Warte, ich möchte mal gucken. 10 Stunden im ersten Lauf oder 11. Da waren wir viel schneller. Was ist das denn? Interessant. Das ist das Telefon. Ja, genau. Shinichi, oder? Steht da. Nee, komm schon. So, jetzt aber. Zeitschrift, das Okkultismus. Ich habe davon gehört, Samsara, Unterschiede, nur die Samsara. Anscheinend wurde noch jemand gerichtet. Koroneko. Eine neue Nummer. Eine neue Nachricht, ist die auch von ihm? Notizblock, Nummern hinzugefügt. Wir sind jetzt nur hier wieder, um wieder weg zu teleportieren? Was ist das denn? Raus können wir nicht. Hier ist sonst nichts, oder wie? Hä? Sehr mysteriös hier. Hier wird ja nur noch rumgeportet. Jetzt geht's bestimmt... Das ist doch bestimmt... Oh! Oh nein! Oh nein! Bin ich da dran gekommen? Oh, es tut mir leid! Oh nein! Die schöne Statue. Oh nö! Das war gerade die mit dem Katana, oder? Oh nein! Entschuldigung! Okay, Anzeige wird gefaxt.
Ich war es nicht, ich wollte das nicht. Was? Oh, jetzt haben wir ein Poster von ihr. Hä? Hä, wie cool. Was? Genau von der Figur, die kaputt gegangen ist. Danke? Hä? Poster. Ein ausgedrucktes Poster. Neben dem Charakter steht Marco. Polo. Noch viel wichtiger, das war Marco. Hat man so vielleicht das Passwort rausbekommen sollen? Sollte? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, weil hier oben. Armed Soldier Marco. Daher habe ich's. Weil das der ganze Titel ist. Ich glaube, das hätte vorhin nicht getriggert, schätze ich. Wir sind ja öfters hier gewesen und dran vorbei. Ich glaube, das passiert tatsächlich gerade jetzt erst. Aber es ist interessant. Oh nein. Die schöne Figur. Und jetzt haben wir einfach ein Poster. Okay. Na gut. Dann. Können wir da rausgucken? Nee, ne? Topfpflanze. Eine gesund aussehende Pflanze. Das ist ja schön. Wundervoll. Nee, okay, ja. Sonst ist hier nichts mehr, ne? Würde ich behaupten. Dann. Speichern. Ich will das Poster behalten. Erstmal aufhängen. Ja! Schon so. Wobei da ja schon sogar eins hängt, ne? Die sehen voll toll aus, alle. Mir gefallen... Welche gefällt euch hier am besten? Ich mag Mana eigentlich. Die ist ganz cool. Die sehen alle voll cool aus. Aber ich glaube, Marco hat mir echt sehr gut gefallen mit dem Katana auch. Ja. Mana und Yori. Ja, ne? Ja, ja. Ich bin irgendwie eher so auf so Marco gefällt mir sehr. Mana auf jeden Fall auch. Die hat auch Stil. Vor allem mit dem Schwert erinnert die eine weibliche Version an Cloud irgendwie. Marco? Ja? Ah ja, und ja, Yui. Aha, aha. Ah ja, ja. Ja, irgendwie, ich hänge bei den beiden irgendwie, glaube ich, ein bisschen. Ansonsten Edi 4 und Yori irgendwie am wenigsten. Ja, cool. Ach, schön. Ja, hallo. Hier nochmal die Figuren genau. Ja, können wir sie nochmal genau anschauen? Geht das? Ja, guck mal. Die hat schon was mit dem Großschwert da. Das ist die mit dem Schirmchen, genau. Schon auch knuffelig. Marco leider kaputt gegangen. Müssen wir nochmal, ja, Julia, Entschuldigung. Müssen wir nochmal alle anschauen hier. Ja, das ist ganz cool mit so Doppelpistolen. Ja. Alle sind cool, das ist wahr. Ist echt so. Ist echt schwierig. Doch, die finde ich am interessantesten halt auch wieder. Die ist schon cool. Ja. Ja, doch, ich glaube. Tatsächlich. Irgendwie Mana und Marco. Ja, die beiden so. Genau. Aber sind echt alle cool. Na dann, wollen wir mal, wa? Die neue Nummer. Mal sehen, wo uns die jetzt hinbringen mag. 657-281. Bestimmt irgendwie Schule, Krankenhaus, irgendwie sowas wahrscheinlich, oder? Bestimmt. Wenn es ja quasi davor spielt, irgendwann muss er ja in der Schule dann eigentlich. An meine Haustür. Ah, das wäre jetzt toll!
Das sieht nach der Schule aus. Oh, so scheiße. Was war das für ein Geräusch? Das ist mein Notizblock! Darauf stehen alle Nummern, die ich bisher benutzt habe. Fliege im Gesicht. Ich muss es wieder haben. Ja, wir sind in der Schule. Du kannst im Bitteschön. Und das kleine Mädchen kennen wir ja auch schon. Das ist halt voll cool, so quasi die andere Geschichte von ihm, dass wir das mal aus einer anderen Sicht sehen. Wer ist denn da? Ach du Scheiße. Habt ihr das gesehen? Oh Mann. Das ist ja toll. Hä? Okay. Liegt da nicht was? Nee, ne? Hä? Was ist denn das? Beweg dich doch schneller, Mann! Achso, ist überall. Nee, das ist nur das Dingsel. Da müssen wir nämlich auch irgendwann auf Rin treffen. Normalerweise. Wir haben eine Nachricht. Rotes Handy? Was ist denn... Was ist denn das denn? Sadao. Oh, der Raum. Wo war der denn nochmal? Keine Ahnung. Hier wären wir also wieder in der Schule. Na, fantastisch. Okay. Jetzt haben wir mal wieder ein größeres Gebiet. Ganz toll. In welchem Stock sind wir eigentlich? Die dritte Etage. Ach so. Unerforschter Scheiße. Okay, okay. Müssen wir alles neu erforschen? Na gut. Boah, da die Geräusche immer. Jetzt fängt das wieder an. Na gut. Oh, die Tür. Oh, das kennen wir ja auch. Niemand da? Gut. Das ist sehr gut. Mhm. Boah, atme doch nicht so behindert, Mann. Können wir noch rennen? Was echt laut ist. Und wo ich immer noch nicht weiß, ob das so eine gute Idee ist, wenn das so laut ist. Wir gehen mal zur Speicherkatze. So. Ja, sorry, ich hab Asthma. Hä? Na, wir atmen doch so laut. Du bist doch kein älterer Herr. Karte. Dritte Etage. Ah. Ah. Das ist ein Musikzimmer. Natürlich geht die Tür zu. Ja. Hier ist auch sonst nichts, oder? Ein Notenblatt. Welches Lied das wohl ist? Keine Ahnung. Hier können wir nochmal Klavier spielen, oder? Jo. Und nochmal Schlagzeug. Jo, was war das denn? Bin ich gerade auf die Drumsticks drauf gestapft, oder? Mensch, Wii Remote jetzt, Mensch, mach doch mal.
Oh, was ist denn das hier? Kann ich auch machen. Schlagzeug! Wie beim letzten Mal. Und die geile Gitarre. Ach, schön. Einfach schön. Ist hier wirklich nichts? Hä? Videokassetten? Ah, ja. Ach so. Hier ist echt nichts, oder? Hi. Voll erwartet. Dann gehe ich wieder. Knister. Das habe ich nicht erwartet. Es ist immer so laut. Hier können wir rein. Was ist das für ein Zimmer? Ein Bleistift. Ah ja. Ein Notizbuch und ein paar Lehrbücher oder so. Und da haben wir noch was. Memo eines Streuners 1. Es ist dunkel und unheimlich. Was ist das für ein Ort? Als ich zu mir kam, war ich an einem unbekannten Ort. Das weiß ich. Das muss ein... Was, das weiß ich. Das muss ein Traum sein. Natürlich. Aber ich höre seltsame Geräusche. Es ist etwas unheimlich. Mir läuft es kalt den Rücken herunter. Und es ist zu dunkel, um irgendwas zu unternehmen. Gibt es hier etwas, womit ich für Licht sorgen könnte? Okay. Das war auch eine seltsame Mimo. Eine bunte Schultasche. Eine bunte Schultasche. Eine bunte Schultasche, die bunt und schultastisch ist. Was ist denn das? Sadaus, Memo, wo kommt die her? Ich habe alle mir bekannten Nummern angerufen, aber bei einigen funktionierte das Transportieren nicht. Bei den meisten herrschte am anderen Ende Stille, aber bei einigen konnte ich seltsame Stimmen hören. Das war sehr unheimlich. Ich frage mich, ob das die Stimmen der Toten waren. Sollen wir mal, stimmt, wir haben so viele Nummern, sollen wir mal ein paar ausprobieren? Wie wäre das? Hm? Achso, wieder die Taschen. Die Wii-Fernbedienung vibriert immer ganz kurz, ist auch immer ganz praktisch. Wenn man mal den Pointer übersieht oder so, dann spürst du es wenigstens in der Hand, dass du da was untersuchen kannst. Das ist gut! Ich freue mich so, dass du nicht mehr so doll husten musst. Ja, stimmt, ja. Muss nicht mehr. Ja, der Husten ist echt weniger geworden, das ist mir auch sehr aufgefallen. Das ist schon gut. Wie gesagt, insgesamt wirken die Medikamente im Moment positiv. Zumindest irgendwie. Mal sehen, was die Werte dann auch ein paar Wochen sagen. Ne? Nimm meine Nummer. Okay, Lucky, ich rufe dich gleich an. Moment. Mal sehen, ob es mich dann zu dich portet, ne? Was war denn... Habt ihr das gerade gehört? Da war doch noch ein Geräusch. Das waren nicht... Da, unsere Schritte... Da waren noch mehr. Das war so ein Platschgeräusch, ne? Was zum Arschkrebs? Okay. Und wenn du Sadao sagst, muss ich an den Hauptcharakter aus dem Anime The Devil is a Part-Timer denken. Oder so. Okay, kenn ihn nicht. Aber ist doch gut, glaube ich. Oder?
Da waren doch gerade noch andere Schritte bei, oder bin ich besoffen? Da war doch so ein Platschgeräusch, während ich gelaufen bin. Aha, okay. Ja, wenn man angespannt ist, ist furchtbar. Ich habe nichts gehört. Merkwürdig. So für etwa 3 Schritte circa war so ein schmatziges Geräusch, sag ich mal. Als würde uns jemand hinterherlaufen, irgendwie schleimig. Weiß ich nicht. Ganz komisch gewesen. Nur kurz war das. Sicher bin ich mir jetzt auch nicht mehr, ob das wirklich da war. Das ist meine Schleimspur. Ih! Die Schleimspur des Hasses! Haben wir alles untersucht, oder? Unerforscht? Unerforscht? Daumte Lady? Musikzimmer? Achso! Na, wollt ihr auch noch auf die Herrentoilette? Sollen wir noch dahin? Da ist ja irgendwie eh abgeschlossen. Oder sollen wir runter? Ihr wollt die Toilette sehen, oder? Sag mal. Okay. Ja, gut. Drei, fünf. Wo bin ich denn? Bin ich falsch gelatscht? Bin ich an den Toiletten vorbei? Nee, die sind doch da vorne, oder? Genau, die sind da vorne. Immer schön die Augen offen halten nach blöden Tasten fürs Telefon. So, da ist die Toilette. Hello there! Ja gut, nicht so spannend. Das ist tatsächlich nichts. Hat sich nicht gelohnt, Leute. Furchtbar. Schade. Naja. Okay. Machen wir hier mal wieder zu. Ja, Leute. Pause. Machen wir jetzt ein kleines Päuschen, ne? In 15 Minuten geht's wieder weiter, ne? Da will ich euch wieder pünktlich hier im Klassenzimmer sehen. Leute. Ne, tatsächlich, ich mach mal ein kleines Pinkelpäuschen. Ganz passend. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich mach jetzt wirklich ein kleines Päuschen. Es wird 5 Minuten, oder? Machen wir hier weiter. Holt euch was zu trinken, ganz wichtig bei der Hitze. Vielleicht was zu essen. Dann sehen wir uns gleich wieder, ja?